China in den letzten Tagen des Krieges. Durch die Schluchten und Hohlwege im Vorgebirge des Himalaya brachten die Chinesen unter nahezu übermenschlicher Kraftanspannung und Hingabe das Nachschubmaterial ihren Truppen, die sich seit 14 Jahren gegen Japan verteidigten. Die Chunken, große chinesische Flachboote, beladen mit leeren Benzintrommeln, werden stromaufwärts gezogen. Wenn sie einen Punkt in der engen Felsenschlucht erreichen, wo reißende Strömung die Fahrt erschwert, sind alle Boote bis auf eines verankert. Und die Männer müssen alle ihre Kräfte zusammennehmen, um dieses eine über die schwierige Strecke zu bringen. Sie lassen nicht nach und arbeiten sich durch. Nicht um des Ruhmes willen und nicht für Erwerb, sondern für den Frieden und für die Freiheit Chinas, zerstört von einem 14-jährigen Krieg. Sie haben es geschafft. Fleiß und Wille lösen die schwierigsten Probleme, sogar Transportprobleme.